Herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays The Amazing Spider-Man 2. Wir sind hier stehen geblieben und müssen jetzt einfach schwungvoll hinunter, oder auch nicht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, nicht nur du. Das und gehört in einen Rahmen. Fotografieren weiter. Früher oder später machen solche Typen immer einen Fehler. Das auf jeden Fall. Hier. Nachdem ich meiner Mutter einen Föhn in die Badewanne geworfen hatte, steckte mich die Polizei in ein Kinderheim. Dort lernt man schnell, worum es im Leben wirklich geht. All die Regeln, alles, was wir für wichtig halten, das bedeutet gar nichts. Wir lügen uns gegenseitig etwas vor, legen uns Ketten an, weil wir Angst vor der Wahrheit haben. Ich zeige den Menschen die Wahrheit, so dass sie nicht wegsehen können. Ich zeige ihnen, was Freiheit ist. Wenn es so auf normalem Wege geschieht, warum nicht? Da helfe ich dir sogar bei. Denn Freiheit ist auch in meinem Sinne. Dann verhindern wir kurz das Verbrechen. Wenn wir schon gerade hier in der Nähe sind und hauen den kleinen Burschen hier mal ordentlich aufs Maul. Was denn los? Parker, ich brauche ein Bild vom Moskau-Abschild, aber nicht das langweilige Foto, das Sie in Ihrer Pressemappe haben. Ich wähle eine spannende Einstellung, etwas, das sonst niemand hat. Okay. Auch noch pingelig, der Gute. Ist das alles? Könntest du zumindest so tun, als wär's nicht inkompetent? Also, die sind mehr als nur inkompetent. Tut mir leid. Die haben nichts auf dem Kasten und... Au! Da könnte ich glatt Geld mit verdienen. Ja, eindeutig. Fühlt sich immer gut an, den Müll rauszubringen. Nur sind die leicht undemoliert, außer für, dass ich die so zusammengekloppt habe. Die Anwohner dankten Spider-Man für seine Arbeit in ihrem Bezirk und nannten ihn, ich zitiere, einen von uns. Na, das finde ich doch mal schön. Darf ich mal? Wo warst du mein ganzes Leben lang? Auf jeden Fall nicht bei mir. Einmal die Karte angemacht. Ja, dorthin muss ich sowieso. Verfolgungsjagd? Ja, nee, ist klar. Hier durch, direkt durch die Mitte. Ich weiß, es ist, dieser Part wird ein bisschen vielleicht unspektakulär. Vom ewigen Hin und Her switchen hier. Aber hey. Glaub mir, wenn ich normal schwingen würde, hätte ich tausendmal länger. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern eben, weil der nie was findet zum Schwingen. Außer so. Wenn wir schon gerade hier sind. Komm, können wir das? Ja, komm schon. Jetzt, komm schon. Das schaffst du. Voll auf die 12. Komm schon. Komm zu Papa. Eindeutig. Und jetzt hier runter. Auf dem Auto landen und die nächste Verfolgungsjagd beginnen. Ja gut, jetzt könnte es noch lustig werden. Jetzt wird es nicht mehr langweilig. Und hallihallo, voll auf das Auto. Geronimo. Hi. Und du bist nicht einmal angeschnallt. Au! Ey! Ey! Also geht es einmal hier hin. Und du gehst raus hier. Tut mir leid, aber dich kann man hier nicht gebrauchen. Tülle! Und jetzt ziehen wir dich noch raus, kleine Dame. Und tschüss! Ich muss die Geisel in Sicherheit bringen.
Tja, so einfach ging das. Zeugen zufolge wählte Spider-Man genau den richtigen Moment, um den Wagen zu stoppen, ohne Unbeteiligte zu gefährden. Tja, und das mitten im Park. Macht's mal nach. Ach nö, jetzt darf ich noch eine Feuermission machen. Gefällt mir gar nicht. Nochmal mit Schwung nach vorne. Na komm schon, und jetzt voll auf dem Lastwagen. Auf dem Feuerwehrwagen landen. Ich muss die Leute schnell finden. Ja, ich hoffe, dass ich's kann. Ich hab schon mal versagt, weil ich die einfach nicht gefunden hatte. Einfach hier hoch. Nur noch ein paar Sekunden. Bitte, ich sitze hier fest. Nicht mehr lange. Spidey on the road ist hier. Hierdurch kann ich nicht. Aber hierdurch. Ja, nee. Gut, dass mein Anzug mich schützt. Allerdings nicht genug. Da sagst du was. Ein von zwei. Kann ich so landen? Wahrscheinlich nicht. Aber so. Wunderbar. Bitte, ich brauche Hilfe. Left Line. Immer weiter rufen. Next Line Zug. So. Dich kann ich jetzt auch rausnehmen. Und so hätten wir auch noch den hier gerettet. Ich weiß. Tödle. Man sieht dich. Zufolge ging Spider-Man in das brennende Gebäude, ohne seine eigene Sicherheit zu beachten. Na klar. So heldenhaft bin ich wiederum. Nur das falsche Foto hing. Denn ich habe einen schwarzen Anzug an. Und nicht den rot-blauen oder was das war. Springen wir einmal hier hoch. So, hier runter, hier. Man muss schon arg krank sein, um sowas zu tun. Naja, so krank genau, auch wieder was ich nicht. Gebraucht. Bei dem ist doch eine Schraube locker. Kann schon passieren. Ich war vielleicht 6. Da sah ich, wie ein Hund angefahren wurde und starb. Etwas in seinen Augen zwang mich hinzusehen. Was sah ich da, als sein Leben schwand? Ich wollte es wissen, musste es wissen. Meine Großmutter war schon alt und kurz vor dem Ableben, also habe ich das beschleunigt, habe sie die Treppe runtergestoßen. Oha. Als ich unten war, war sie schon tot, also musste ich es eben nochmal machen. Hoho, ja nee, ist klar. Also... Da ist echt einer am Durchdrehen. Und die nächste Comicseite. Schadenaufstieg oder Anstieg. Weil ich natürlich durch die Mission auch meinen Anzug verbessere, wenn ich Leute kaputt haue. Na, komm schon. Jiha. Beam mich hoch, Scotty. Machen wir noch etwas Interessantes vielleicht in diesem Part. Wäre noch von Vorteil. Bis jetzt sind wir nur durch die halbe Stadt gejampt. Ohne uns groß umzugucken. Jiha. Nein, jetzt gehe ich nicht mehr. Das könnt ihr vergessen. Also nicht an euch, Zuschauer, sondern ihr seht auf der Karte, die wollen mich schon wieder für einen Einsatz haben. Aber nö,
Ich habe keinen Bedarf. Und zieh mich lieber hier hoch. Hallo? Hallo? Wo muss ich denn hin? Ach so. Besiege die Gangster. Willst du mein Erzfeind sein? Russen? Jetzt kann ich wieder. Wow, was für Damage du mir gezogen hast. Hey, hört ihr auf, Mann? Also mal ganz ehrlich. Wo ihr aus rausgekrochen kamt. Ich denke, ich habe mich klar mal, ausgedrückt. Nö. Ich bin sauer. Ich bin echt sauer. Du gibst mir deine Waffe und jetzt bekommst du noch die Breitseite. Da hast du recht. Trümmer bewegen, damit ich reinkomme. Ich muss diese Trümmer beseitigen. Na hoch und jetzt rein. Oscorp betreten. Die Hohlbirnen haben irre Damage gezogen. Nachricht. Was für Nachrichten hier. Parker, hast du doch Freunde bei Oscorp, oder? Ich will ein Bild von diesem neuen Flugharnisch haben, den sie vom Militär entwickeln. Es soll manövrierfähiger als alles andere da draußen sein. Okay. Wenn ich was binde, was so aussieht. Hi. Ich hab mich direkt mal fallen lassen. Hätte auch schief gehen können. Die Lüftungsschächte bewachen. Kein Problem. Vlad macht das. Er ist klein und passt da rein. Er ist klein und passt da rein. Nur weil ich nicht so fett bin wie die anderen. Aber jetzt ist Schluss mit dem netten Vlad. Morgen hör ich auf. Ist Schluss mit dem netten Vlad. Ja, die Schluss mit dem netten Beidi. Gegen Schluss. Und ja, was dahinter sich verbirgt, sehen wir in der nächsten Part mit Darkes Beidi. Wenn euch denn der Part gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.